An die Ruder! In diesem Gewässer müssen wir rudern. Mehr Segel! Weniger Segel! Du hast dich besser geschlagen als... Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer aus der Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Rogrod ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Ethelswheat. Nach Tamevjord haben die beiden sich wohl getrennt. Das habe ich von Cheolbert in Legrakester auch gehört. Cheolbert? Was hat der dort gemacht? Ivar... Eine lange Geschichte, aber es geht ihm gut. Ich schickte ihn nach Heopedun. Was ist hier der Plan? Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Ethelswheat finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Ethelswheat zu holen. Möge Odin euch leiten. Die Sachsen werden uns nicht durch die Vordertür hereinbitten. Wir können versuchen, nicht aufzufallen oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Ach, Eivor, davon habe ich immer geträumt. Umherzustreifen, um einen König zu suchen? Vom Wikingerleben. Mit dir. Mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern. Freundschaften schließen. Und wenn ich dafür so ein Wiesel quer durchs Land verfolgen muss... Dann sei es so. Ich bin genau, wo ich sein will. Ich ebenfalls, Bruder. Dann lösen wir das... Hallo. Von den Seiten, strengt euch an! Schönes Stück!
Ihr drei, verschwendet. Lady Ethelsweet, Burgred hat sich alle Mühe gegeben, euch zu verstecken. Aber ganz erfolgreich war er nicht. Lasst meine Mägde frei. Sie haben nichts mit unseren Streitigkeiten zu schaffen. Hörst du das, Eivor? Edel, selbstlos. Mit so jemandem muss man Vereinbarungen treffen. Eine außergewöhnliche Frau. Wir sind nur auf der Suche nach dem König. Sag uns, wo Burgred sich aufhält, und wir werden kein Blut vergießen. Bitte, ich weiß nichts. Gut gemacht, Sigurd. Sie versteht nur den Ernst der Lage nicht. Aber das wird sie schon bald. Moment. Das sind Hände, die Wäsche waschen. Die Hände einer Dienerin. Sie soll uns täuschen. Wartet! Schnell! Die Dänen haben mich gefunden! Ich beschäftige die Ratte! Heiligen Stirn! Randa! Du wirst leiden. Auf mit dir! Blut für Odin! Zurück dort! Dein Tod kommt! Kommt von der Seite! Hier drüben! Ein Eindringling! Blut! Ich hau dich in zwei! Zurückfallen! Leide! Ich reiß dich auf! Biss dich auf! Bewacht die Mägde. Ich folge Ethelsweet. Da! Ein feindliches Lager! Regnet! Segel, hilf! Regnet! Eivor, da! Ist das ein Außenposten? Segel ein! Bogen bereit machen! Bereit! Schießen! Schießen! Ich führe meine Hand zum Ruhm! Schießen! 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 Endlich, Eirat, geh das! Vom Leib! Mein Mann wird euch alle in die Hölle schicken. Gar nicht so schlecht. Du machst es uns wirklich nicht einfach. Finger weg, du heidnische Gestalt! Wo sind denn plötzlich deine Manieren hin? Das frag ich auch. Weise dich auf! Lass mich gehen! Ich befehle es! Nach allem, was du versucht hast?
Ich bin doch nicht verrückt. Ist dir überhaupt bewusst, was du hier tust? Ich bin die hohe Lady von Mercia. Stellt sofort euer schändliches Treiben ein. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich rede nicht. Nicht mit dir und auch nicht mit deinen Leuten. Das solltest du nochmal überdenken, deinem Volk zuliebe. Wer weiß, wie viele noch sterben müssen durch meine Leute. Du machst mir keine Angst. Dann bist du töricht. Wag es nicht, Hand an mich zu legen. Segel hoch! Singt uns ein Lied. Segel! Beruhige dich, Brutus Loki. Das muss... Lady Edelsweet. Nicht dein bester Tag, was? Der Herr wird deine Seele verdammen, wenn er sie findet. Ein guter Fang, Eivor. Sie dichtet fast besser als du. Wo ist meine Kathleen? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ach, deine Magd, meinst du? Die sich mutig in edle Gewänder warf? Die ist angekettet, zusammen mit den anderen. Ich bring die Weiber nach Tamelfjord, damit sie gesprächiger werden. Wenn sie auch nur einen Kratzer bekommt. Ich rede mit Sheolwulf. Vielleicht hat er eine Idee, wie wir zu ihr durchdringen können. Wir sehen uns dort. Sigurd, was ist mit diesen Gefangenen? Wir haben, was wir brauchen. Lass sie frei. Sehr freundlich. Ich danke dir.
Mein Freund Ober ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgred sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen für einen König, der sich feige verkriecht und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen. Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Cheol wohl von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Es ist mir egal, was du von Cheol wohl fällst. Er wird König sein. Das ist nur eine Frage der Zeit. Burgred ist König. Gewählt vom Vitenagemot und von Gott geweiht. Ich weiß, wie die Verliererseite aussieht, und ihr steht auf dieser Seite. Wir haben Cheopedun und Tamevjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tarn und die Männer von Mercia? Nein. Nur Leofrid ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofrid. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Ich würde nicht so lange bleiben. Der Gestank der Schweinescheiße nach so einem Fressen ist ekelerregend. Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Sagas wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das ein Reich in den dunkelsten Stunden im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Cheolwulfs Versprechen, und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch? Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alne und Aru aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunis. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Wie oft werde ich deine Übertreibungen noch eindämmen müssen, Ivar? Übertreibungen? So bin ich. Ehrlich, man sollte den Lehrmeister dieser mersischen Soldaten von seinen Aufgaben entbinden. Du atmest sehr schwer, Heiter. Bereitet dir deine Wunde noch immer Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Basim deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein, nur eine Beobachtung.
Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja. Sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken müssen. Mehr Rätsel. So eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung und wir sind einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorherbestimmt. Eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion, aber... Warte! Sieh zu! Heitam! Heitam! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du! Mein Glaube war stärker als meine Angst! Und der Waldboden fing dich auf? Eivor, diese Seite an dir ist mir neu! Gib dir Furcht nicht nach! Erobere sie! Ich sah meinen Tod in Visionen. Es war nicht hier und nicht heute. Ja! Ein perfekter Sprung! Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß, dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland. Basim und ich sind auf Meer aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kjötvis Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst... Wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien.
Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Sie formt alles und verströmt sein Gift in jede Fuge der Gesellschaft. Vom kleinen Fischer zum reichen Händler. Von vermögenden Tarnen bis zu nutzlosen Königen. Der Orden beeinflusst sie alle. Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Haitham, für alles.